Hier ist er, okay. Hallo Joachim. Hallo, muss man dich nur vorstellen, Winfried? Ich glaube nicht, oder? Oh, du kannst mich gerne vorstellen. Naja, du hast einen Job, den ich auch gerne haben würde, mal bei der Deutschen Telekom was voranzubringen. Dein Vortrag hast du überschrieben mit Magenta, Menschennetzwerk, Treiber der digitalen Transformation. Fang einfach an. Super, herzlichen Dank. Ich möchte noch einen Bildschirm teilen. Und euch einen technischen Hinweis geben. Ich sehe jetzt zwei Bildschirme, einmal mich als Person und rechts die Slides, die könnt ihr einfach groß stellen, indem ihr auf Fullscreen klickt. Wunderbar. Schön. Schön, dass ich heute mit euch diskutieren und sprechen kann über das Thema Magenta Menschennetzwerker, Treiber der digitalen Transformation. Ich freue mich hier zu sein, weil ich habe eine Verbindung zum LernOS Camp. Letztes Jahr war ich in dem sonnigen München und ich kann mich gut erinnern an die Location. Es hat richtig Spaß gemacht und deshalb haben wir gesagt, wir wollen eigentlich in diesem Jahr bei der Telekom sein. Das werden wir sicherlich oder hoffentlich nächstes Jahr nachholen. Ich freue mich, mit euch in den nächsten 15 Minuten diskutieren zu können, welche Reise wir machen bei dem Thema Menschennetzwerk, Communities, wie wir die aufbauen. Und für mich ist es eigentlich ein Herzensthema, weil ich habe die Möglichkeit, bei der Telekom solche Communities mit aufzubauen, die letzten paar Jahre. Ich hatte erst ein Programm aufgebaut, das heißt Social Media Business. Jetzt bin ich bei Corporate Communications und baue hier Menschennetzwerke an, auf die cross-funktional liegen. Was ich jetzt machen will in meinem Vortrag, ist euch erstmal ein bisschen Theorie zeigen. Ich habe auch darüber promoviert, über das Thema Community Building. Da möchte ich euch Kotter zeigen. Da hat Simon es wunderbar angerissen. Ich habe extra zwei Slides jetzt reingenommen, um das nochmal mit euch zu teilen und dann wirklich Praxisbeispiele bei uns aus der Telekom, wo Menschennetzwerke das Thema Lernen unterstützen, aber Menschennetzwerke auch das Thema digitale Transformation in der Telekom unterstützen. Wunderbar. Erste Buch, was mich inspiriert hat, was ich hier mit reinbringe, ist Kotter. Er spricht von einem dualen Betriebssystem, dass wir quasi neben einer managementgesteuerten Hierarchie auch ein Beschleunigernetzwerk brauchen. Und das Schöne an der Geschichte ist, bei dem Beschleunigernetzwerk braucht man gar nicht viel Ressourcen. Wir brauchen 5 bis 10% der Angestellten als Freiwillige. Und er sagt, um die Veränderung nachhaltig zu etablieren, braucht man natürlich eine Verankerung in den Prozessen und Systemen der Hierarchie oder der agilen Organisation. Außerdem wichtig ist, dass man Führungskoalitionen herstellt, die das Beschleunigernetzwerk zusammenführen. Also Führungskräfte, die sagen, ja, du darfst dich im Netzwerk engagieren. Um das in ein Bild zu bringen, das für mich ganz eindrücklich war, es geht nicht darum, die Organisation auszuspielen gegenüber, also die formale Organisation auszuspielen gegenüber dem, was in Netzwerken passiert, sondern sinnvolle Verbindungen zu knüpfen. Und ich möchte anhand von zwei, drei Beispielen zeigen, wo das bei der Telekom schon passiert. Was ich spannend fand, ich habe noch weiter gelesen, habe euch auch noch die Seite 18 abgepinselt, die 5 Prinzipien. Also es geht da nicht darum, quasi die Zuständigen zu bekommen, sondern diejenigen, die Interesse haben. Also nicht die Auserwählten aus einer bestimmten Taskforce, sondern diejenigen, die sagen, ja, ich möchte mich hier einbringen. Das heißt, eine Haltung des Wollens. Es wird nicht nur rein aus dem Kopf gearbeitet, sondern aus dem Herz und dem Kopf. Es findet mehr Führung statt und weniger Management. Und man hat eine untrennbare Partnerschaft von Hierarchie und Netzwerk, nicht nur eine optimierte Hierarchie. Ich fand das spannend, weil viele der Organisationen versuchen ja, die alte Organisationsform ein wenig abzuändern und zu sagen, jetzt versuchen wir es auf eine agile Art und Weise ein bisschen sich zu entwickeln. Nein, Kotter sagt ganz klar, ihr müsst neben dem, was wir als Organisation uns geben, systematisch auch unterstützen, was in den Netzwerken passiert. So, und das tun wir und zwar nicht top-down, sondern vor allem bottom-up. Ich habe jetzt euch mal mehrere Netzwerke aus der Telekom mitgebracht, um mal einen Einblick zu geben. Also Netzwerke, die bottom-up aufgebaut werden, die cross-funktional zu der gesamten Organisation sind. Das sind zum einen mal die Green Pioneers, die das Thema Nachhaltigkeit stark angehen. Dann Magenta Bright, die Schwulen- und Lesben-Community, die sich wirklich stark entwickelt hat und auch in der Corporate Communication stark nach vorne getreten ist. Dann eine ganz tolle Community, IT ist cool. Heike Söll bringt Telekom-Mitarbeiter freiwillig das mit in die Schule einbringen. Ich habe 3 Kinder, die gehen jetzt bald alle in die Schule. Es ist mir ein Herzensanliegen, das Thema Digitalisierung in der Schule auch voranzubringen. Ganz tolle Sachen. MINT-Vorlesetage zum Beispiel auf Instagram Live.
geschehen, da wo Mitarbeiter, die ein Anliegen haben, sich freiwillig eben einzubringen, das tun können im Kontext von schulischem Lernen. Dann eine aus meiner Sicht total spannende Community, die hieß früher Zocken im Social Network. Das sind Zocker, die sich zusammengebracht haben und LAN-Partys gefeiert haben. Jetzt haben wir eine Proposition, die heißt Gaming, Magenta Gaming, und da diese Community zusammenzubringen mit den Product Ownern, die für das Magenta Gaming Produkt zuständig sind, und unsere Kooperation da ist eine hochspannende Thematik. Die weitere Community, die ich eigentlich noch reinbringen will, ist, weil sie total bottom-up ist, ist die Sekretariate-Community. Und ich finde es total spannend, dass die Sekretärinnen, die früher den Austausch über Telefone gemacht haben oder sich mal einen Tipp zugegeben haben, diese Tipps intern öffentlich machen und wunderbaren Austausch in dieser Community pflegen. Also es sind Sekretärinnen und Sekretäre, die sich da in dieser Community austauschen. Und weil wir morgen noch eine Session dazu haben, hier eine Slide spendiert für die Lernen für Experten. Und zwar ist das eine der schnellst wachsenden Communities intern hier bei der Telekom. Wenn ihr dem Shakil Awan auf LinkedIn aber folgt, dann seht ihr auch, was da an Trainings, an Learnings angeboten werden. Das ist ein internationales Mitarbeiternetzwerk, wo Kollegen ihr Wissen einfach über Webwechsel teilen können. Die Grundannahme ist, jeder ist ein Experte und jeder kann Wissen teilen. Es gibt dann eine wunderbare große Anzahl an Sessions, angefangen von Fachthemen wie Mobilfunkthemen oder Technikthemen bis hin zu Karate, bis hin zu anderen Themen, die da wirklich ausgetauscht werden. Und jeder Mitarbeiter kann sehr, sehr einfach über ein Template eine Session anbieten. Das war auch diejenige Community, die in Corona-Zeiten extrem schnell Angebote und Austauschangebote für Eltern zum Beispiel hatte, hat eine extra Seite gebaut, wo man dann sehr, sehr schnell Mitarbeiter helfen, Mitarbeiteraktivitäten präsent gemacht hat und Sessions angeboten haben. Eine ganz tolle Community. Mein Teaser für morgen ab 13:30 im LV 1871 Raum, geht einfach zu Shakil und hört ihm mal zu, wie so eine Bottom-up-Community getrieben wird. Für mich das Phänomen ist, Shakil ist jetzt in die Rolle reingewachsen, hat jetzt auch den Anführungszeichen offiziellen Auftrag, aber die letzten 3-4 Jahre hat er diese 15.000 Mitglieder mit Eigeninitiative aufgebaut, auch mit einem Kernteam, aber er vor allem war der Treiber, der immer wieder gesagt hat, jeder im Konzern ist ein Experte, bitte stellt euer Wissen zur Verfügung. Für mich ein ganz, ganz toller Case, der auch sehr gut hier ins LernOS-Setting passt. Jetzt als zweite große Community möchte ich euch die Telekom-Botschafter vorstellen. Warum? Weil es für mich auch eine Community ist, die bottom-up gewachsen ist, wo sich jetzt über die letzten 5 Jahre 150 Botschafter getroffen haben, die nicht nur Werkstolz haben, sondern auch Kunden helfen wollen, und die einfach die Unternehmenswahrnehmung positiv beeinflussen wollen. Was machen die? Die sind einfach stolz auf die Firma und die sagen, wenn ihr ein Problem habt, meldet euch bei mir. Ich habe heute auf Twitter gelesen, dass ich mitgewirkt hätte, das Bild der Telekom positiv zu beeinflussen bei einem der Teilnehmer hier in der Konferenz. Ich muss ehrlich sagen, das freut mich. Und darum geht's auch. Das heißt, wenn ihr ein Problem habt von der Telekom, dann mit der Telekom als Anbieter oder irgendwas anderes, dann meldet euch bei mir, weil davon kommt es auch an. Wir sind kein anonymer Laden, wir sind Mitarbeiter aus Fleisch und Blut und sind überzeugt von diesem Laden. Und wenn ihr ein Problem habt, meldet euch einfach. Mein Angebot heute Abend bin ich auch mit dabei. Wie arbeiten wir? Wir haben eigenmotiviert, freiwillig und wir arbeiten auch selbst organisiert. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist ein hartes Stück Arbeit. Also in einem Laden, wo wir über Jahrzehnte gelernt haben, das zu tun, was unser Chef uns sagt, ist das Thema Selbstorganisation und Eigenmotivation schwierig zu erlernen. Und ich bin da richtig stolz auf den Community Manager, den Alexander Lüken, der die wöchentlichen Calls moderiert und das Thema immer wieder hochzieht, weil das ist wirklich ein Lernprozess. Und ich glaube, da haben wir als Großunternehmen oder haben auch andere Großunternehmen wirklich zu kämpfen, weil wir uns schwer tun, es selbst zu tun, wenn wir nicht angeleitet werden. Was machen wir? Die Community teilt Magenta Momente auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram mit 3 Hashtags. Erstens mal für das Thema Unternehmenswahrnehmung, Love Magenta, dann aber auch viele Serviceanliegen, We Won't Stop, also wir werden nicht aufhören, bis jeder dabei ist.
Und das Thema Werkstolz, da geht es auch um die Innenkomponente, positive Lebenseinstellung, positive Einstellung zum Unternehmen und das nach außen, aber auch nach innen zu tragen zu anderen Mitarbeitern. Ich habe viele Geschichten, viele Cases, die auch, wo wir über nach Jahren Rückmeldung bekommen, zum Beispiel bei E-Mail, die dann sagen, damals war Person X bei irgendwelchen Vorträgen und hat mich inspiriert, wieder was anders zu machen. Also Samen sehen, damit er aufgehen kann. Ich möchte drei Geschichten mit euch teilen. Das ist die Manuela Wild. Die ist Expertin für Eskalationsmanagement. Und als ich das letzte Mal ein richtig fettes Problem hatte, die ich nicht über internen Prozesse lösen konnte, habe ich in unseren internen Chat geschrieben und gesagt, hey, wer kann mir helfen? Und Manuela konnte helfen. Das heißt, natürlich versuchen wir, über die Standardprozesse zu gehen. Ich merke aber sehr, sehr häufig, wenn ich mir nicht mehr weiterkomme mit unserem Tipfinder oder anderen Systemen, die ich habe, frage ich bei uns im Netzwerk. Das ist bei uns eine WebEx Teams-Gruppe. Da gibt es einen Hilfe-Chat. Da frage ich rein. Da ist sehr, sehr häufig einer dabei, der helfen kann. Ich selbst bin in der Kommunikation. Ich habe keinen Zugriff auf irgendwelche Kundendaten, aber andere können helfen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich dann auch anderen Kunden helfen kann. Das ist Manuela. Pavel ist vielleicht einigen von euch bekannt. Das Thema Unternehmenswahrnehmung, positiv Beeindruckung, Love Magenta. Pavel ist wie kein anderer ein nicht nur ein Magenta-Paradiesvogel, sondern auch Inspirator nach innen und nach außen. Und auf der linken Seite habe ich euch mal angezeigt, was andere Kollegen gibt. Und Tim Trünkle unten links, der das T immer wieder auf seine eigene Weise interpretiert. Do it yourself ist ja ein Megatrend. Und ich bin immer wieder übermannt, wenn ich sehe, was er auf seinem Twitter-Account da postet. Andere machen Torten. Auf Reisen sind diese Magenta-Schuhe extrem ein beliebtes Objekt, was auch immer wieder gepostet wird. Und eine Kollegin, die an der Zentrale da das T neu interpretiert. Das heißt, dieses, ich merke immer mehr, dadurch, dass mehr und mehr Mitarbeiter auch offen sind, zum Arbeitgeber zu stehen und das auch nach außen zu zeigen. Es hat eine sehr starke Innenwirkung, weil diese Erlebnisse und diese Themen, die wir da teilen, auch natürlich innen geteilt wird und wieder andere inspirieren, aktiv zu werden. Und da sind auch zwei. Das ist im letzten Mai entstanden. Nicole und der Kollege mit magenta Haare. Normalerweise moderiere ich das so an und sage, hey, muss man magenta Haare haben, um Botschafter zu werden? Nein, ich glaube, es ist eine Ausnahme, dass die zwei so eine Verbundenheit zum Unternehmen haben, dass sie sogar ihre Haare magenta färben. Ich finde es deshalb spannend, weil wir in der aktuellen Ausgabe der You and Me Quarterly, das ist unserer Mitarbeiterzeitung, genau die zwei Beispiele haben für eine Entwicklung von, wo eine Entwicklung dargestellt wird von gestern zu heute, also wo wir uns als Telekom entwickelt haben, nämlich von gestern vom Rednerpult, wo top-down irgendwas erklärt wird und per Umlaufmappen die Informationen in die Organisation gebracht werden. Es gab ein Sprachrohr, das war eine Zeitung, die hieß Der Monitor. Und dann gab es vielleicht noch Vororttermine und ich habe es auch selbst als Assistent des Vorstands erlebt, dass wir vor Ort gegangen sind und das war eigentlich Top-Down-Kommunikation und wenig Interaktion. Seit mehreren Jahren, jetzt über 10 Jahren, haben wir ein Social Intranet, wo jeder Autor ist und wir nehmen das auch wirklich ernst. Jeder hat die Möglichkeit, das Wort zu ergreifen und es wird auch genutzt. Das Gute daran ist, jeder kann so sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist, solange er sich an die Grundsätze hält. Und um nach außen mal Genderflagge zu zeigen, gibt es eben dieses Netzwerk der Telekom-Botschafter. Und das finde ich gut, weil natürlich wird es teilweise auch als Bedrohung wahrgenommen, wenn jeder plötzlich Autor ist. Aber wenn man sich darauf einlässt und auf Augenhöhe diskutiert, kommen da richtig gute Lösungen raus. Das war in der aktuellen was braucht man dazu? Ich sage immer in solchen Vorträgen, hey, man braucht Innenvernetzung. Wenn man die Innenvernetzung nicht hat und die Menschen nicht einen Platz schafft, wo sich die Menschen treffen können, dann klappt das einfach nicht. Wir haben ein Newsletter monatlich, wir haben Calls, einen wöchentlichen Call, der im Wechsel Deutsch und Englisch ist. Also einmal die Internationalen mit reingenommen, weil das Netzwerk sich in den letzten Wochen und Monaten auch stark internationalisiert hat. Wir haben unterschiedliche Initiativen, die selbst organisiert sich treffen und Themen vorantreiben und werden zweimal im Jahr ein Treffen, vor ein paar Wochen dann natürlich auch digital. Und was ich immer mehr merke, sind diese informellen Chaträume, unterschätzt die nicht, aber überlegt euch nicht, dass ihr 1000 Räume anlegen müsst, sondern gibt den Möglichkeiten, den Usern die Möglichkeit, die selbst anzulegen. Das heißt, hier hatte ich ja mal angekündigt, hier oder angedeutet, bitte um Support, regionale Gruppen, dringend und wichtiges,
Kitchen Talk ist bei uns natürlich eines der häufigsten genutzten Channels, weil die Personen sich einfach austauschen. Manchmal ist es auch nur, hallo, ich habe Frühschicht, bin angekommen in Recklinghausen. Und so schafft man diese Innenvernetzung im Unternehmen, die vielleicht durch eine Restrukturierung, durch andere Themen extrem verloren gegangen ist. Also dieser Glue, dieser Zusammenhalt unter den Menschen über die unterschiedlichen Fachbereichsgrenzen hinweg wieder zu unterstützen. Und mich freut es immer wieder, wenn ich in diese Chats schaue und sehe, dass sich Menschen wirklich innerhalb des Unternehmens vernetzen, aber auch gegenseitig helfen. Das heißt, in diesem Bitte um Support-Chat findet man eigentlich täglich Anfragen, die wir über die klassischen Regelprozesse nicht auf die Reihe bekommen. Was sieht man daraus? Selbstführung, Ganzheit und evolutionärer Sinn. Immer dann, wenn man mit den Botschaftern spricht und sagt, warum macht ihr hier eigentlich mit? Warum macht ihr freiwillig mit? Warum macht ihr teilweise in eurer Freizeit damit und oder investiert Wochenende, um irgendwelche Do-it-yourself, Holzstücke oder es war eine Feuerstelle, die er gemacht hat, dann Tim Trünkle zu produzieren und dann auch in Social Media zu inszenieren, dann kommt es immer wieder zurück auf diese drei Sachen. Sie sind eigenmotiviert, sie verstehen den Sinn. Und sie sehen, was ihr Beitrag zum Ganzen ist. So, mein Timer hat gepiepst, vielleicht ein bisschen laut. Ich hoffe, Sie haben es gehört. Ich hoffe, auch die Stimme ist rübergekommen. Für uns ist der Abschlussclaim, Werkstolz vervielfalt sich, wenn man ihn teilt. Und ich würde mich freuen, wenn ich mit euch noch ein bisschen in die Diskussion komme. Entweder jetzt, gleich im Anschluss oder heute Abend. Okay, danke Winfried. Es gibt eine Menge Diskussion, eine Menge Fragen. Deine Dissertation wurde auch schon gepostet im Chat und wird gerade durchgearbeitet. Du hattest begonnen mit dem Thema von Kotter, mit dem Thema Accelerate. Mhm. Und das ist ja schon ein Meilenstein, glaube ich, mittlerweile im Management gewesen, weil er sagte da drin, dass Management eines der spannendsten, der herausforderndsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts ist und die Welt eigentlich weit gebracht hat, dass es heute aber leider nicht ausreicht, sondern dass man eben zusätzlich dieses Netzwerk mit diesen 5-10% der Menschen aus dem Unternehmen brauchen, die das Unternehmen voranbringen. Mhm. Eine spannende Frage ist ja immer, wer hat denn die Steuerung? Hat es jetzt wirklich so das klassische Management? Hat es das Beschleunigungsnetzwerk? Wie sieht es in deinem Fall oder in eurem Fall eigentlich aus? Also wie ist da die Zusammenarbeit mit dem klassischen Management, mit der klassischen Hierarchie? Nicht einfach. Also besonders deshalb, ich meine, ein Netzwerk kann man nicht oktroyieren und sagen, jetzt entsteht ein Netzwerk. Von daher bin ich dankbar, dass so viele Bottom-up-Netzwerke entstanden sind. Nur das Zusammenspiel, besonders aus meiner Sicht, dieses Zusammenspiel zwischen der Klassenorganisation und Netzwerken ist eins der Schlüsselkompetenzen und Schlüsselfunktionen, die man hat. Weil wenn es passiert, dass das Netzwerk quasi sich entkoppelt und sagt, ich kriege hier alles selber geschafft und ich kriege es viel besser im Netzwerk geschafft als in der klassischen Organisation, dann gehen wir einen falschen Weg. Und das ist einmal Aufgabe des Community Managers, aber auch Aufgabe der Person immer wieder selbst zu sagen, wie kriege ich das in meine klassische Funktion rein? Also Beispiel, wir hatten jetzt jemand aus dem Notfallmanagement bei Corona, wo wir Masken verteilen mussten an den Standorten. Die hat keine andere Chance mehr gefunden, als alle Botschafter anzusprechen, wer hat an den Standorten schnell Zeit, diese Masken zu verteilen, um wieder Standorte aufzumachen. Und da ist es genau zusammengekommen zwischen klassischer Funktion, die sie hat, nämlich im Notfallmanagement zu arbeiten und dem, was sie als Botschafterrolle hat. Und das muss man verbinden, unterstützen, immer wieder die Verbindungen herstellen, damit es nicht als Konkurrenz gesehen wird. Und wie ist eure Zusammenarbeit mit der Hierarchie, mit dem klassischen Management? Also gut, also jetzt mal auf die Botschafter bezogen, weil ich da als Community sehr nah dran bin, kriegen wir immer mehr Anfragen, in Anführungszeichen, aus der klassischen Hierarchie, die sagen, hey, ich will mit den Botschaftern zusammenarbeiten. Und dann ist es ein, ich nenne es mal, pädagogischer Auftrag zu erklären, dass es eben nicht funktioniert, zu sagen, jetzt macht ihr mal alle 150 diese Botschaft und klickt auf den Button, sondern das sind alles eigenmotivierte, selbstorganisierte Menschen, die sich nicht vorschreiben lassen, was man kommuniziert. Mein Chef hat mal gesagt, es wird nie eine chinesische Bot-Armee werden, jetzt bei den Botschaftern nach außen, sondern die interpretieren die Marke und auch die Botschaften, die dann auf ihre Weise. Und da muss man auch klar machen, dass es dann nicht ein Verstärker von meinem eigenen Projekt ist, sondern immer ein Angebot, das Botschafter nutzen können.
Harald Schirmer hat eine Anschlussfrage danach. Wie hoch der Druck bei dir ist, diese Netzwerke messen zu müssen, nachzuweisen, kommt ja auch vielleicht eine Möglichkeit, wie so die klassische Hierarchie des Managements solche Beschleunigungsnetzwerke einfangen. Also gibt es da Anforderungen, Druck? Ich zwinker so zum Harald zu. Es gibt noch keinen expliziten hohen Druck, aber ich weiß, dass wir dieses Thema Messen, Wiegen, Schätzen, weil das in der hierarchischen Organisation sehr virulent ist und immer noch da ist, dass wir das auch mit behandeln. Von daher mal eine dieser Arbeitsgruppen, die sich auch mit dem Thema Messen, Wiegen, Schätzen auseinandersetzt, weil wir natürlich den Mehrwert für die Organisation täglich spüren, auf der persönlichen Ebene, aber den auf dem Aggregat auch darstellen wollen. Also wir sind da dran, wohl wissen, dass es keine einfache Aufgabe ist, weil die KPIs, die man sich da ableitet, also wie habe ich heute Morgen im Call, sind komplexe KPIs, wurde mir von einer Analytics-Kollegin gesagt. Das ist immer gut, ja. Okay. Ja, aber, letzte Frage vielleicht dich auch. Ja. Ja. Wir wollen auch messen, ja, wiegen, schätzen. Ja, okay. Letzte Frage in der Runde, da bist du ja auch morgen noch da und es gibt von Kollegen noch, die Input liefern. Das war eine Frage, ob sich eure Communities, in die ihr euch organisiert, die Menschennetzwerke von anderen Communities unterscheiden, von der Art, von der Betreuung, wie sie geführt werden, wie sie gemanagt werden. Gibt es da einen Unterschied? Also ich glaube, es ist ein Kontinuum von einer einzigen Person, wie ein Shaquille schafft es, ein Lernen von Experten aufzubauen, bis hin zu teilweise vom Management, die gesagt haben, ganz übrigens, das Thema IoT, das brauchen wir, weil es so verteilt ist in der Organisation, brauchen wir eine Community, um es aufzumachen. Das heißt, ich glaube, es gibt nicht Bottom-up-Netzwerke und hier strategisch positionierte Communities. Es wird immer eine Mischung sein. Und was ich aber sehr stark merke, ist, dass dadurch, dass wir eine Social-Plattform haben, sieht man relativ deutlich, wo die Überlappung bei Communities ist und wo man eigentlich besser zusammenarbeiten sollte oder Communities zusammenbringen sollte, denn jetzt noch eine eigene Subcommunity aufzubauen. Das wird sehr, sehr deutlich. Mhm. Zum Beispiel, wenn versuchen, Fachbereiche eine eigene Community zu bauen für Botschafter im Kundenservice. Das macht wenig Sinn, weil wir haben eine Community, wo der Kundenservice mit dem Vertrieb, mit dem Personal schon zusammen ist. Und das merkt man schon, dass dann quasi, da hat man so eine Winner-Takes-It-All-Situation, wo man sagt, geh doch zu Lex. Also informelles Lernen wird es keine zweite Community geben, außer Lex. Das macht gar keinen Sinn, weil da die Traktion da ist, weil die Reichweite da ist. Okay, also vielen Dank. Der Simon hat sich schon eingeschaltet. Das ist für mich ein Signal, dass wir zum Ende kommen müssen. Super spannend. Ich bedanke mich. Okay, Dankeschön. Du hast schon viel Applaus im Chat bekommen, aber gerne nochmal. Bis später. Dankeschön für deinen Beitrag. Genau, bis später, okay. Winnie. Genau. Also ich hatte es im Chat gerade schon gepostet. Wir haben jetzt 10 Minuten Pause. Auf meiner Uhr ist 17:26. Also 17:36 fangen wir mit den Lightning Talks an. Ich mache die Bühne jetzt auch kurz zu. Die geht dann um 17:36 wieder auf. Verdreht euch die Beine, holt euch einen Drink. Nehmt mal frische Luft, solange vom Bildschirm ist nicht gut. Und 17:36 ist dann wieder. Bis gleich. Okay. Bis gleich.